Ein Napsquack und willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Wie heißt das Game, das wir spielen? Skyforge, dankeschön. Ja, mit dabei Dalukat. Tag. Und die liebe Chigo. Hallo, da vorne ist ein Reittier. Ich hab's. Oh, was ist das? Ein Erstmal skill ich auf K, ja? Habt ihr schon gesehen? Genau, das hab ich mir jetzt hier aufgehoben. Talent Himmelsjäger. Der Falkenangriff und das Niedermähen verbrauchen 5 Lebenspunkte weniger und fügen Feinden, die weniger als 50% haben, 30% mehr Schaden zu. Komme ich aber leider noch nicht hin, sehe ich gerade. Schade. Aber was ich jetzt machen wollte, jetzt habe ich nämlich alle Menüs durchgeklickt. Ich habe Kapseln für meine Collectors Edition. Chigo, du hast auch ein paar. Mhm. Und zwar einmal die Starterkiste. Doppelklick auf die Kapsel, um sie zu öffnen, hält wertvolle Belohnungen. Und bei mir war drinne mittlerer Funken-Replikatoren-Set. Erhält 250 Bonusfunken. Und 50 Verbesserungssteine. Gut, das benutze ich auch mal. Das erhöht ja eh die Dauer. Die Sammlerkapsel kann ich noch nicht mal. Dann haben wir noch einmal Kapsel mit einer Moa-Lizenz. Erhält die Lizenz für ein Moa-Reittier. Wow. Da habe ich einen Mount bekommen. Erhält den Schlüssel für den Gleiter Sturmbringer. Okay. Kapsel des Reisenden Level 3. Doppelklick auf die Kapsel, um zu öffnen. Wow. Okay, was da alles drin ist, gucke ich mir gleich an in Ruhe. Schwert des Gründers. Oh. Ja, Gründer-Items. Da waren, glaube ich, legendäre Waffen dabei. Ja, aber leider. Warum? Paladin. Paladin, Kyromant und Lichthüter. Das sind die Standardklassen gewesen, ne? Genau, dann gibt es noch Berserker, Kanonier, Paladin. Meine Klasse zählt nicht dazu! Berserker, Lichthüter. Scheiße, ich sollte vielleicht mal kurz einen Lichthüter spielen. Dann haben wir hier noch Bonus-XP. Kapsel des Reisenden Level 2. Ja, hatten wir, kennen wir ja auch. Ringe. Schöne Ringe und Kapsel des Reisenden Level 1 sind auch nochmal Ringe drin. Ja, mehr kann ich jetzt nicht aufmachen, aber die Ringe lege ich erstmal an. Deswegen. Ah, wenn der Pfeil nach unten im Ausrüstungsmenü steht, heißt es, ich habe was Besseres im Inventar. Sehe ich das richtig, ja? Wahrscheinlich, ja. Habe ich jetzt den Fall noch nicht gehabt. Das wäre natürlich das super praktisch eigentlich. Das zeigt ihr halt an. Welches Item schlechter ist als das, was du im Inf hast. Ja, Waffe kann ich echt keine andere nehmen, genauso wie Schild, weil ich geile Sachen habe für Paladin, glaube ich, war das. Ich gehe nochmal in die Tasche. Ich wechsle mal auf Paladin. Das Schwert des Gründers finde ich halt geil. So, jetzt seht ihr auch, wie wir das Klassenwechseln aussehen. Ist eh der andere Tank, ja, schadet von daher nicht. Boom. Guten Tag. Guten Tag. Gehe ich nämlich mit dem Paladin auch durch das Sphärenbrett einmal, um alles freizuschalten. Da am Anfang ja eh noch nichts Großes ist, ist das natürlich überhaupt kein Problem. Weil als hier komme ich aber noch nicht, weil du jede Klasse einzeln levelst. So, aber dafür kann ich jetzt im Ausrüstungsmenü das Schwert des Gründers und ein geiles Schild nehmen. Wow. Ha, sieht man das irgendwo? Leicht geil aus, ja. Ich sehe schon das Schwert auf deinem Rücken. Yeah. Wow. Das Schwert des Gründers. Da, Kampfhaltung. Sehr geil. Mach mal Kampfhaltung. Seht das nicht? Bei mir habe ich das Schwert in der Hand. Nein, wie du die Kampfhaltung machst. Ach so, das ist eine Fähigkeit bei mir. Ich kann so blocken. So, siehst du, dann macht er das. Okay. Okay, ja, das ist schon mal. So, jetzt will ich nämlich einmal ganz kurz in die Tasche gehen, weil jetzt brauche ich ja das Schwert für den Paladin, kann ich ja zum Beispiel dann zerlegen. 10, 10, 10. Weil alles, was für den Paladin ja schlechter ist, kann ich ja kaputt machen eigentlich. Deswegen möchte ich möchte einmal nur ganz kurz durchgehen, damit ich hier nichts Falsches irgendwie mache. Ja, nur kein Stress. Was war. Okay, für Paladin habe ich beide Sachen angelegt. Dann habe ich hier noch für den Alchemisten habe ich was? Ich werde. Also das ist ja frech. Kanonier. Patronengürtel. Klasse Kanonier. Sind doch hoffentlich alles Waffen. Sind das alles immer Waffen, die man bekommt? Also die für spezielle Klassen ausgelegt sind? Was? Bei mir stand auch irgendwas mit Premium-Status, hätte mein Benutzerkonto jetzt. Okay. Warte. Ja, Premium-Konto. Cool.
Achso, 3 Tage. Ah. Was? Premium, bla bla bla. Klicke die Tasse Premium da rechts unter der Ecke an, um mehr über Premium Schatz zu erfahren. Das ist auch eine Quest sogar, okay. 30 Tage, okay, bei mir ist alles gut. Ja. So, aber jetzt kann ich das zerlegen. Zieht man jeden Charakter dann einzeln an? Oder wo kommen die Waffen der anderen dann hin? Hm. Hat das jemand rausgefunden? Was meinst du? Wo ist zum Beispiel die Waffe, die mein, Achso, die hat die Klasse dann im Slot ausgerüstet sozusagen. Die ist nirgends mehr im Inventar. Das heißt, die finde ich dann nicht im Inventar. Das heißt, es lohnt sich gerade einmal ganz kurz durchzudrücken bei mir. Wahrscheinlich, ja. Weil dann, aber ich finde es auch cool mit dem Wechselkurs, dass du wirklich diese Diamanten, die du dir kaufen kannst, diese Agents, auch einfach über Ingame-Cash tauschen kannst, so wechseln. Ach, du kannst von Ingame-Geld auf Echtgeld sozusagen gehen? Genau, im Moment ist der Kurs für 160 Credits kriegst du einen Agent. Das ist cool. Mhm. Finde ich cool, ja. Das ist eine nette Sache. Was bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich ein Heiler, ne? Inklusive eine Gebühr von 5%. Ne. Tja. Nichts umsonst. Die ist, aber ne? auch, die ist aber auch von Echtgeld auf Ingame-Geld. Hier habe ich jetzt übrigens eine. Ja, genau. Seht ihr die? So ein Zauberstab. Ja. Wow, das ist halt voll cool. Wow. Ah, das Gute ist dann halt, dass die Items in die Klassen gehen. Das ist sehr, sehr praktisch. Jetzt kommt was Geiles, Leute. Jetzt kommt was Geiles. Rigo wurde erleuchtet. Ja. Jetzt passt auf. Finde ich richtig nice. Bin ich abgestürzt? Du bin hängen geblieben. Oh. Was? Ein Luftschenkring. Oh, ist das ein Hammer? Hast du den Kanonier jetzt? Warte, jetzt pass auf. What? Ja, ich glaube, takt, ey, Alter. Übertreibung. Das ist eine Gun. Das ist mal Brett, ey. Oh, Mann. Ach du Scheiße. Oh, nicht genügend Funken. Ach, die Funken sind allgemein. Man sammelt und man kann die Funken bei jeder Klasse benutzen. Ich habe jetzt keine Funken mehr, um die Klasse weiter zu skillen. Mhm. Ah, okay. Hier kann ich auch meinen. Die Knarre ist gleichzeitig MG und Raketenwerfer. Oh. Ja. Hier kommt noch an, wie man sie hält. Was, warte, jetzt muss ich noch den Berserker anlegen und den Magier. Dann bin ich auch fertig. Tut mir leid. Aber ja, dann können die Leute das auch mal sehen. Der Berserker, den habt ihr auch nicht, oder? Nee. Ich hab auch nur die 3 normalen. Jetzt zieht euch mal die Standardwaffe einmal rein. Alter, sieht der geil aus. Ja, sehr, sehr geil. Seht ihr das Schwert? Mhm. Aber jetzt kommt noch ein geileres. Das ist ein Witz. So. Hier noch mit Bluteffekt. What? Wow. Krass. Was für eine Klinge, ey. So, hätten wir das auch. Und dann habe ich jetzt nur noch Kyromant. Dann bin ich durch. Ja. Das seid ihr, ne? Wir spielen, ja. Guten Tag. Hallo. Hi. Und was kriegen wir da Feines? Was blau leuchtendes anscheinend. Ja, schickes Teil. Sieht cool aus. Ah. Unser sieht sonst bloß so aus, weißt du, so ein kleines rundes Ding einfach. Achso, okay. Ja. Ja. Okay, und alles andere, was ich jetzt nicht benutzen konnte, müsste ich dann eigentlich enchanten können. Das ist nämlich einmal noch ein Ring. Oder halt noch mehr Ringe und ein Paladin-Schwert, aber das ist das Standardding, aber da habe ich jetzt das Bessere. Ich glaube, dann werde ich jetzt einfach mal, auch wenn ich jetzt im Level dadurch ein bisschen zurückliege, den Paladin spielen, weil ich weiß ja nicht, wie lange sich die Waffen, die man bekommt, also des Gründers, wie lange die halten. Und die sind jetzt bestimmt, sind die ganz gut, aber wer weiß bis zu welchem Level. Jo. Haben wir okay, Level? Es hängt auch mit den Items, die man hat, zusammen, wie viel Prestige man hat, weil ihr auf einmal jetzt deutlich mehr habt als ich. Ja, aber die Items haben doch einen bestimmten Wert. Also zum Beispiel, wenn ich mal 20 Schaden mehr da und da. Ich habe Einfluss 33. Was macht eure Waffe zum Beispiel? Wenn ihr eure Waffe anguckt, was steht da an Wert? Einfluss also, 15. Ja, das meine ich. Das ist ja eine normale Waffe. So, mit 33 hält die ja wohl ein klein bisschen länger momentan. Was ist denn hier eigentlich ausschlaggebend für den Fortschritt der Quest? Ich meine, wir haben kein Level, oder? Es gibt kein was Level. Für eine es Quest? Gibt Prestige. Also. Prestige ist, glaube ich, das Gear, was du anders erhöht dein Prestige. Und dadurch erhöht sich dein Level. Und
wann fängt quasi der Endcontent an? Ich meine, woran sieht man sowas? Ne, weil wir haben ja kein Level, also wir können kein Max-Level erreichen. Ja. Und woran merkt man, ob man für irgendwas zu schwach ist oder zu stark? Oder? Ja, wenn du stirbst wahrscheinlich. Ja, ja, schon klar, aber, ne? Ja, ich denke mal, das wird es vielleicht zeigen, weil bisher ist das Spiel ja eigentlich gut selbst erklärend. Vielleicht merkt man das dann einfach irgendwie. Ich denke mal, es liegt wirklich an diesem, keine Ahnung, was war das jetzt, Prestige oder wie das heißt? Mhm. Genau, das kann sein, weil da kommt man dazu, wenn man bessere Gegenstände anlegt und so. Na, was? Freunde! Was? Ist wow. Rollen jetzt oder was? Jetzt dreht er völlig ab. Ja. Alles klar, mein Mann. Ich glaube, Takt. Und wie geil es aussah, als du das Ding ausgerüstet hast. Da macht so ein Backflip und hockt auf dem Ding, ey. Warte, aber ich hab noch eins, aber ich glaube, das kann nicht cooler sein als das. Da ist noch so ein Nashorn-Tier. Die sind auch cool. Ja, aber es wird nicht cooler sein. Oh, den Greif. Oh, das, ich will das Huhn haben. Ein Strauß. Gib mir das Huhn. Gib mir das Huhn. Das sieht cool aus. Ich will auch Huhn. Oh, das andere, zack, ey, das sieht ja richtig cool aus. Slow-Mo-Backflip, ey. Lass mich aufsteigen. Mich aufsteigen. Dato lass gibt mich es auf nur vier Mounts. Typ noch so okay. Ein Müll, so ein Sauberwagen. Also so als wenn du so eine Reinigungskraft wärst, so sieht es aus. Und das Nashorn gibt es noch, aber das haben ja schon ein paar Leute. Ja. Wo kriegt man die her? Jetzt außer von. Das Nashorn ist wahrscheinlich, weil es in der Liste das erste Mount ist, glaube ich, dass. Wie ist denn das Mount? Das einfach in-game sein wird. Escape? Warte, ich häng ich hier gerade bei euch. Genau, und dann oben C plus J Transport. Da ist ein Pferdekopf oben in der. Nee. Nein. Dann, weil ihr keins habt. Mano! Ja. Weil ihr keins habt, seht ihr das gar nicht. Ah, jetzt bist du wieder voll special und so. Ich glaube, ich muss ein Standard-Kombo machen, aber ich. Ja, ich geh erstmal. Was müssen wir jetzt tun? Wir müssen hier die Nachrichten zur Konsole und dann müsst ihr hier hinten mit irgendeinem Troller reden. Öffnen Sie bei mir Community-Fenster, das ist normal. Ja, muss dann wieder schließen einfach. Mhm. So, jetzt habe ich so ein eigenes. Jetzt bin ich hier im Ingame-Forum angemeldet. Jetzt bist du bei Gesichtsbuch. Skybook. Skybook. Da habe ich mich angemeldet. Oh, war zu weit. Hier muss ich. Only that chill of terror. Interested in the Gravedigger's story? So far, only one immortal. Has made any so, sense of it. You saw his name is Marcus. You can find him over okay, jetzt lesen wir das Buch der Toten, ja? Go talk to him if you wish. Und jetzt ja. Geht zur Ausgrabungsstätte. Gut, weil dann kann ich auch mein Ingame-Tutorial endlich öffne ein beliebiges Fenster, zum Beispiel B, und klicke auf die Taste Premium. Warum soll ich das machen? Ich will mir doch nichts kaufen. Weil es da steht. Einfach, dass du weißt, dass du Premium-Status kann mit Alien erworben werden, die du jetzt erhalten hast. Klicke die Taste und Währungsumtausch. Okay. Ich will aber keine Währung umtauschen. Wo steht denn Währungsumtausch? Hab ich das jetzt B unten, da wo die Credits sind. Kannst du einfach draufklicken. Okay, ich will ja nur das Tutorial da wegklicken. Da gibt's nämlich eine Belohnung für. Kriegst du ein bisschen was. Deswegen einfach machen. Aber das kostet für mich Geld. Nein, du drückst nur auf Währungsumtausch. Du machst es aber nicht. Okay. Also, hier steht aber, wenn ich auf Aufladen klicke, dann müsste ich... Ja, dann bist du schon fertig. Das war schon. Aber... Okay, gut. Moment, auf Aufladen ist ja falsch. Du drückst Escape. Das war's und dann schon. Du drückst einfach nur einmal auf Premium, das war's. Dann kannst du wieder rausgehen. Okay. Achso, warte mal. Irgendwie habe ich das nicht richtig gemacht. Ach, da. Hast du es gefunden, schon gut, ja. Okay. Jetzt habt ihr alle die Quest Gear zur Ausgrabungsstätte Isolea, ja? Mhm. Du ja. Auch, Liquid? Dich irgendwie nicht mitnehmen. Ungültige Anzahl von Teammitgliedern. Vielleicht. Nein, 1 bis 3. Hm. Aber bei Kali Pink steht irgendwas in Rot. Die Zahl 499. Ist das ein Prestige? Das ist mein Prestige, genug? Ja. Nicht stark genug, der Held. Warum bist du zu schwach? Weil ich nicht in so Bobo-Items in Popo schon bekommen. Ich bin auch bei 530. Nee, kannst du noch, ja, du musst genau, noch Sachen aufwerten. Wo ist der Prestige, ne? Ne, ernsthaft, du musst doch deine Sachen aufwerten. Versuch mal, Sachen zu zerlegen. Ich hab,
ich habe meinen Kristall, meine Waffe schon komplett eins hochge... Ja, ja, also du kannst auch mehr machen. Also der Nein, weil ich keine von diesen Verbesserungssteinen mehr habe. Du hast auch nichts mehr zu machen. Machen wir doch einfach was anderes. Ich habe alles zerlegt. Das ist auch kein Thema. Dann machen wir hier einfach noch... Es gibt ganz viele Quests übrigens. Okay. Grün heißt, haben wir schon gemacht, ne? Obwohl, nee, anscheinend hat das gar nichts damit zu tun. Check das, könnt ihr auch mal auf die Weltkarte gehen, checken, ob ihr da irgendwas versteht drauf. Schlacht, Einheit, Einheit. Einmal in Grün, einmal in Hafen, Fabrik, die haben wir gemacht. Die Schlacht, Forschungsbasis, Lugran, die haben wir noch nicht gemacht, oder? Wie komme ich da hin? Ja, in die Mitte gehen und dann Leertaste drücken. Achso, okay. Das war mir so einfach. Oh! Also Hafen, Nauri, da waren wir gerade. Mhm. So, und dann haben wir hier noch Fabrik 501, haben wir aber auch schon gemacht. Ja, nur unten die Schlacht. Aber das Ding ist rot. Hm. Ja, aber rechts steht irgendwas Funken der Zerstörung. Hä? Was? Ach, da gibt's Funken, also verschiedene Sachen. Ja, das ist Belohnung, ist wahrscheinlich einfach unterschiedlich. Ja, genau. Heißt aber, dass jeder kämpft für sich und es kann nur einen Sieger geben. Das Spiel dauert bis zum Erreichen von 10 Punkten. Jeder besiegt den Gegner, bringt einen Punkt. Zerbricht den Grund, um 2 Punkte zu verdienen. Habt ihr auch das Forschungsbasis Lugran? Ach, da bist du auch zu schwach Genau. für Liquid. Da bist du auch zu schwach für. Kannst du überhaupt irgendwohin mit? Warte, lass mich gucken. Nein, ich kann dich nirgendwo mit hinnehmen. Nur bei den Sachen, die wir schon gemacht haben. Nee, auch dann. Ich glaube, du bist für unser Team zu schwach. Wie kann das denn sein? Ja, aber es macht ja keinen Sinn. Ich habe ja die ganzen normalen Quests gemacht und das ist jetzt die nächste in der Reihe. Ja, macht unser Team. Das Durchschnittslevel, dass du keinen boosten kannst. Verstehst du? So wie wenn wir Global Elysian und du bist Gold 4. Ja, aber ich habe ja du auch kein Special. Aber du bist vielleicht näher an mir dran. Das reicht noch von der Distanz her. Ich bin zu weit weg. Achso, nee, stopp, halt. Stimmt, ich habe ja aus dem Starterpaket 50 Upgrade-Dinger gekriegt. Die habe ich benutzt. Ah, ja. Ich glaube, ich bin zu weit weg von Liquid. Das kann sehr gut sein. Ne? Wechsel mal deine Waffe. Ach, wenn ich was wechsle, geht das auch? Müsste dann wieder runtergehen, wenn du die ablegst. Im Moment, das können wir testen. Ich wechsle einfach dann auf meine andere Klasse. Da habe ich ja das Gründerding. Oder nicht. So. Jo, minus 46, bin einfach schwächer geworden. Dann gucken wir mal, ob es jetzt geht. Nee, da steht, aber das steht, wieso steht die Zahl bei dir in Rot? Da steht ja sonst nichts. Keine Ahnung, ja, weil ihr halt jetzt, oder du für die OP-Items da hast. Ja, aber es sieht eher so aus, als wenn du für das Level her zu low bist und du weiter leveln müsstest, nee, um weitermachen zu können. Ich hab ja alles ganz normal. Das heißt ja nicht, dass du dadurch automatisch weiterkommst. Kann ja sein, dass du jetzt vielleicht noch ein Gebiet machen musst und dann halt dein Items nochmal aufwerten ein bisschen. Ja, aber ich glaube nicht, dass du jetzt so früh in dem Spiel schon Missionen doppelt machen musst. Ja, doppelt vielleicht nicht. Hast du denn auch irgendwelche Missionen auf der Karte? Du hast dieselben da. Was passiert, wenn du sie suchst? Wenn ich in der Gruppe bin, steht da auch dann nur mein Name und die 499 in Rot. Das liegt mir wahrscheinlich mit der Gruppe zusammen, dass ihr jetzt schon so hohe Wertung habt oder zu hohes Prestige. Hm. Warte, wir können das doch ganz einfach testen. Ich kann doch einfach hier Gruppenverwaltung, bla bla bla, Kali Pink. Kann ich denn hier verlassen? Geh mal kurz aus der Gruppe raus. Kann die Pink an das Team verlassen. Mhm. Und jetzt mache ich hier Schlacht, Teamsuche. Ja, ich kann jetzt alles machen. Das liegt einfach daran, dass ihr durch diese Bonus-Items jetzt zu hohes Prestige habt. Weil ich kann alles machen. Das Problem ist, ich kann jetzt... Shigo ist auch zu schwach für mich. Haha, lol. Jetzt bist du zu schwach. Aber du könntest die Mission machen mit mir. Das heißt, die Gegner werden am höchsten Spieler angepasst. Das müsste nämlich so sein. Das würde ich nicht annehmen, bitte. Abgelehnt. Warte, ich guck uns mal. Also die Hauptquest. Schwierigkeit unmöglich. Okay, ich glaube dafür. Das ist halt das nächste Hauptziel. Warum steht Schwierigkeit einfach unmöglich? Das ist ja nett. Gut ausgedrückt. Dann würde ich aber sagen, wir nehmen mal hier noch mitmachen. Oh. Geh mal auf die Weltkarte, Shigo. Da kannst du vielleicht alleine auch hin, Liquid. Auf die Weltkarte. Mhm. Und dann habt ihr da ein Gebiet, was alle drei Farben hat. Ja. Rot, Grün. Ja, Gefahr für Elion. Das ist genau. Ja die Quest. Geht da mal hin. Mhm. Dann auf Mitmachen. Ja, genau. Das ist nämlich so ein Planet zum Questen. Das heißt, wenn wir in derselben Instanz sind, landen wir auch alle wieder hier. Shigo ist sogar, glaube ich, hier, weil da hätte jeder von uns hingehen können. Das ist doch so ein Questplanet.
Ich versuche dich mal wieder einzuladen. Vielleicht kommst du dann hier hin. Hab angenommen. Aber ich bin da jetzt in einer anderen. Ja, ja, also du hast angenommen, aber bist nicht hier, ne? So. Mhm. Jetzt kann ich Team synchronisieren machen. Das auch? Ja, aber du bist ja sowieso bei mir, oder? Teleportier mich. Es lädt. Und jetzt sind wir alle im selben. Dann haben wir das Game ausgetrickst, weil eigentlich sollte das nicht gehen. Wieso? Hier questet jeder alleine. Echt? Okay. Das ist ein Questplanet. Das heißt, hier machst du einfach das, was hier steht. Spreche mit dem Wissenschaftler, warte, das drücke ich einmal kurz. Okay, das war der. Alles klar. Okay. Lade die Daten von den Schrifttafeln auf dem sonnigen Plateau herunter. Das habt ihr jetzt auch, ne? Hast du es weggeklickt, das Gespräch, oder was? Ja, weil ich wollte gucken, ob das ja richtig ist. Mhm. Ja, Leute, wir sehen uns dann, ne? Ja. Unfassbar, ehrlich. Haut rein! Wir abgehen, ey. So, wir müssen Terminals aktivieren. Ja, jetzt kann ich auch endlich mal mein Dingens testen, mein Paladin. Jetzt kann ich nämlich auch die blöden Tutorial-Missionen wegmachen. Ich muss den Gegner treffen, damit es verschwindet. Was ist das hier? Forschungssonde. Mhm. Die müssen wir ein paar anklicken, wie es aussieht. Daten runterladen? Ja, genau. Ah, dann geh ich nochmal zu der da vorne, weil bei der war ich nicht. Aber die Questplaneten finde ich auch cool, dass sie wirklich so mehrere Sachen so. Ja, es gibt halt diese instanzierten Quests. So wie diese Räume, die sich halt, also das, was wir gerade gemacht haben. Ja. Und diese Planeten, wo du halt einfach so Open Quests machen kannst. Weil hier gibt es dann, glaube ich, später auch noch Events und sowas alles. Mhm. Und führe eingeladenen Angriffe aus. Endlich habe ich die Paladin-Grundausbildung fertig. Aktiviere. Okay, jetzt habe ich auch nur noch die Quests da stehen. Schön. Ist hier vorne hin? Der scheint. Oh, Moment, ihr habt diesen Dingens wieder angeklickt, den Roboter, ne? Den wollen wir nicht vergessen. Ihr seid blau auf der Karte markiert. Hier ist wieder ein Roboter. Was bist du? Oh Gott, das greift an! Oh mein Gott, du guter Wächter! Tut doch was! Okay, die sind nicht so schlimm, wie ich dachte. Die sehen bedrohlicher aus, als sie sind, ja. Aha. Okay, da ist noch irgendwas Grünes. Muss ich irgendwas mit dir tun? Nee. Hier ist, kannst du es an. Hier kannst du mit dem Hologramm reden. Ja, nee, hab ich schon gemacht. Ich brauch das Kugelding hier. Zip. Mit dem Hologramm war anscheinend auch wichtig. This is a problematic zone. Das sieht so lustig aus, wenn die Viecher einfach umkippen. Können wir mal kurz zusammenbleiben, sonst verliere ich ein bisschen den Überblick. Mhm. Ja. Ging mir gerade auch nicht so. Weil, nee, wir machen den Part ein bisschen länger, weil am Anfang so ein bisschen selbst, So, was brauchen wir hier noch? Wir brauchen. Ja, stimmt, lass erstmal schauen. Aktiviere das Uplink-Terminal der Wiese. Tempelruin. Warte, ich hab da vorne noch, der scheint trübt. Habt ihr das auch? Ja, der scheint trüb, können wir ja eben hingehen, das ist ja nicht weit weg. Ja, das ist einfach generell, dass wir noch mehrere... Wollt ihr mal meinen Finishing sehen? Warte, der ist sau cool vom Paladin, okay. Aber ist gerade kein Monster mehr da. Hier ist ja der Schein trügt, aber da kann ich nichts machen. Wir müssen die Viecher töten, die Kleinen. Ja genau, wir müssen einfach von den Viechern killen. Lass den mal jetzt. Machen, ja. Achtung, ich heb den hoch und dann röste ich den mit heiligem Zorn. Und wollen wir was anderes Cooles sehen? Das hier! Ach, halt die Klappe. Yeah. Was macht ihr hier? Eine so eine Dreiergruppe bräuchte ich noch, glaube ich. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Okay, ich brauche auch einen Ticken mehr. Oh, was ist das denn hier? Fliehender Wind. Ich hab Angst. Also wir sind ja immer noch bei der Scheintrüge, einfach nur eine Anzahl von Monstern töten. Mhm. Der Paladin ist aber eher so ein Single-Target-Tank. Okay. Also bis dato, ich weiß, ich krieg bestimmt noch sowas wie Eye und sowas, aber... Ja.
muss ja hier noch mehr Forschungssonden geben. Alles eigentlich sieht man immer schön auf der Map, was einem noch fehlt. Ja, Regionen zum Beispiel. Ja, so was Grünes. Ja, genau. Wo seid ihr eigentlich? Ein bisschen oben links von dir. Hier links die Ecke noch schieben. Hier noch eine Forschungssonde. Hier lang. Ja. Durch die Pampa, ey. Ja, da sehe ich eure blauen Icons. Huch, so weit da. Ich will einfach mal unterwegs. Willst du noch andere Viecher töten? Immer in diesem Radius bleiben, in dem Liedernen. Genau. Erste Berührung mit Antiquität 0 von 7, okay. Warte, ich wechsle mal kurz. Wartest du mal kurz, Figo? Genau, was Grünes. PvP-Tech-Initiative, 19 bis 20 Uhr. Okay. Da seid ihr. Yay. Hallo. Hab ich wieder gefunden. Alter. Was denn? Übertreiber, ey. Da ist noch eine Forschungssonde. Ist ja auch nicht übertrieben oder so, nein. Hier ist noch irgendwas? Forschungssonde ist auch fertig. Okay, wir können jetzt zum einen hier rechts runter und auch links lang. So. Ich glaube, wir können die Karte, kannst du auf M, glaube ich, sehen, ne? Ja. Theoretisch geht's eh nur jetzt erstmal geradeaus, wenn wir alles machen wollen. Aber ich habe die falsche Klasse genommen. Ich wollte den. Ey, ich finde das mega schön. Auch wenn du mal hier so am Rand nach draußen guckst, sieht schon cool aus. One of the probes gave us the coordinates of some ancient object. Could you take a look? Golem-Beschützer, ne? You are not allowed here. This is a breach. Ja, das heißt, wir müssen 10 von denen killen. Hier ist noch einer. Hier links ist ein Schrein. Ein erst? Ja. Download Bandit. Oh shit! Skyforge has stopped working! Ja, das ist wohl wahr. Oh echt? Aber OBS ist ja noch an, ne? Also ja, ist ja klar, nur schwarz. Alles klar, genau. Dann beenden wir nach dem Mob hier eben den Part und warten eben auf Shigo. Ja, genau. Liquid, du bist dran. Ja, das war schon wieder hier mit Skyforge. Auf jeden Fall schaut bei den anderen vorbei, stehen unten in der Beschreibung und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüssi. Tschüss, Leute.